Entschuldigung wegen der Aschewolke, ich hab nur ein paar geraucht im Auto. Ja, das kenne ich. Ich habe gerade aufgehört. Freut mich, dass Sie Weg gefunden haben nach Kiew. War nicht so schwer, wir haben ein Navi. Ah, Sie haben ein Navi. Sie, kommen Sie bitte mit. So, wo sind Sie? War ich zu schnell? So, bitte hier Platz. Gut, hinsetzen. So. Sehr gut. Ich mache gute Miene zu bösem Spiel. Ja, wir brauchen Hilfe in Ukraine. Ihr in Österreich, ihr tanzt perfekt über Minenfeld. Wir brauchen Hilfe bei Entminung. Kannst du helfen, Präsident? Was? Gute Miene? Was, was war das? Ah, ja. Okay. Ja, bei der Entminung, da sind wir ÖsterreicherInnen eigentlich eh schon sehr erfahren. Das wird uns in die Wiege gelegt, weil in der Schule, wenn's fad ist, entminen wir die Kugelschreiber. Da muss man aber aufpassen, das ist nicht klimaneutral. Also die Mine ist Sondermüll, die Ummantelung ist oft aus PVC und die Spitze kann aus Metall sein. Die können in verschiedene Container, damit die Klimaneutralität gewährleistet ist, Herr Werschütz. Ne? Herr Bundespräsident, ich glaube, Herr Zelensky meinte eine andere Entminung, die der Waffenminen, verträgt sich das also, mit der Neutralität? Militärische Neutralität und Entminung. Naja, natürlich verträgt sich das. Was hinauf soll sich das nicht vertragen? Ne? Da muss man schon ein Putin-Freund sein, wenn man das nicht machen will als Österreich. Aber zurück zum Thema, bei uns geht es um Klimaneutralität. Hallo, was ist mit Ihnen? Herr Nehammer, hallo! Es geht ums Klima, nicht? Der schlaft da. Beim Thema Klima hat er die Augen zu, der Herr Bundeskanzler. Und bei militärischen Neutralität ist er immer hellwach. Ja, das ist mein Auftrittsapplaus. We have the power. Oder auf Englisch, wir sind aus dem Schneider. Meine Überleitung zum Bundeskanzler. Das soll Übersetzung sein. Hey, waren Sie nicht die Ex vom Kavalier? Ja, zum Glück. Okay. We have the power. Was meint ihr mit aus dem Schneider? Kommen nicht drauf. Ach so, weil sie Schneider heißt, ne? Deswegen, aus dem Schneider, das ist ein geniales Wortspiel. Ja, also klimamäßig, da gebe ich schon Gas, muss ich sagen. Ich bin ein Fighter für die Klimaneutralität. Herr Schwarzenegger, das kann jeder behaupten. Bekommen Sie meine Hand darauf. Ja? So, der Bundeskanzler gibt Ihnen meine Hand. Dem Schwarzenegger seine Hand. Ja, gib her die Hand, gib her, gib her die Hand. Gib her die Blumen, gib her. Oh, jetzt ist mir schon wieder passiert. Da, ja, er liegt schon da drüben jetzt im Aufwachraum. Tut mir leid, dass die haben schon wieder ausgerissen. Ja, also, ich bin von der Patientenanwaltschaft. Ja. Sie haben dem Herrn Nehammer die Hand ausgerissen. Ja, hat er gesagt, er gibt da mir die Hand. Da haben wir sie na, hier in diesem aseptischen Umschlag. Ja, hat er nur vier jetzt Finger versucht gehabt. Man die wieder anzunähen. Also, er hat nur vier Finger können gehabt. Wir können uns nur hoffen, dass das gelingt. Ja, wenn er sagt, er gibt das mir war die, nicht soll ihm, buchstäblich er gibt mir die Hand. Ja, was gemeint, soll ich sagen? Ich bin kein Native Speaker mehr. Weder da noch dort. Herr Schwarzenegger, so, ja, also hacken wir das Thema ab. Ja, gehen wir zurück zum Thema Neutralität. Was glauben Sie, dass die Österreicher machen könnten bezüglich Ukraine? Wegen der Neutralität ist die Armee im furchtbaren Zustand. Da hilft nur hinknien und ein Gebet schicken. Das war eine super Idee eigentlich von unserem Arnold Schwarzenegger, dass wir für die Ukrainer beten. Das ist auch vereinbar mit der Neutralität, ja, oder? Ja, ist es, ja, wir wunderbar. Wir sind da in Lourdes. Ja. Company, betet jetzt ein. Gegrüßet seist du Maria. Gegrüßet seist du Maria. Voll der Garde, der Herr sei mit dir. Toll, Masche. Vielen Dank. Bravo. Peter Hörmannsjeder und Robert Staffel. Danke dir. Ja, das war er jetzt, der Maschek-Beitrag dieser Woche. Die einen sagen, das war super, die anderen schaß. So ist es halt. Wie beim Fußball, man kann es nicht allen recht machen. Aber Sie können abonnieren. Jede Woche gibt es dann ein neues Video. Glocke aktivieren, auch nie verkehrt. Kommentar da lassen, liken. Bis zur nächsten Woche.